Hallo, hier ist eine Idee von einer zweiten Mahlzeit oder gar Frühstück, wenn man will. Und zwar, man hat hier eine Banane, das sind ca. 120 Gramm. Man hat hier gefrorene Beeren und Obst, ca. 50 Gramm. Dann habe ich hier eine Mischung aus Nüssen, ca. 20 Gramm. Und dann habe ich hier auch 250 Gramm Quark. Man kann das Ganze entweder per Hand mischen. Natürlich muss man die Banane auch in kleine Stücke erstmal schneiden. Man kann das alles per Hand mischen mit dem Quark. Oder man legt das alles in so einen Blender, so eine Maschine, die das dann alles zerkleinert und mischt. Resultat wird dann so wie eine Art Shake. Ein bisschen dicker als ein Shake, weil der Quark ist ziemlich dick. Aber so wie ein Shake ist das dann, dass man mit dem Löffel bzw. auch trinken kann. Kalorien fürs Ganze wären ca. 420 und Eiweiß sind 35 Gramm. Fettgehalt fürs Ganze wären 10 oder 11 Gramm und Kohlenhydrate wären in dem Fall 46. Jetzt, wenn man abnehmen will oder man ist auf eine Abnehmkur, kann man die Nüsse weglassen und dann bringt das Ganze 300 Kalorien. Also man spart durch Nüsse ca. 120 Kalorien und Eiweiß bleibt eigentlich dasselbe, also 30 plus. Die Nüsse bringen mit sich so vielleicht 3, 4 Gramm Eiweiß ein. Im Grunde genommen hat das jetzt mehr als 30 Gramm. Der Quark bringt halt viel Eiweiß bei wenig Kalorien. Und dann hat man hier auch eine gute Mahlzeit mit 30 plus Gramm Eiweiß und 300 Kalorien. Natürlich, wenn das egal ist oder wenn man jetzt nicht auf einer Abmagerungskur ist, kann man die Nüsse hinzufügen. Die Nüsse bringen mit sich gesunde Fette, die der Körper braucht. Und allerdings kommen die zum Preis von 120 Kalorien. Natürlich kann man auch die Hälfte, das wären dann 10, das sind jetzt 20 Gramm, man kann auch die Hälfte nehmen, das sind dann 10 Gramm. Dann betragen dann die Kalorienkosten quasi mehr, nur 60 Kalorien zusätzlich anstatt die 120. Und das wäre jetzt eine ideale zweite Mahlzeit, also so zwischen Frühstück und Mittagessen. Und wie gesagt, das Eiweiß, ich probiere immer jede Mahlzeit unter 500 Kalorien zu halten und mehr als 30 Gramm Eiweiß zu haben, ne? Und wäre eine ideale zweite Mahlzeit, beziehungsweise man kann es auch als Frühstück nehmen. Und wie gesagt, man kann das entweder per Hand mischen oder in so einen Blender reinlegen und dann das mischen lassen.